Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja. Oh Gott, nein, so. Hier ist noch ein Angler und ja, wir sind hier irgendwie weit draußen auf dem Meer. Und hier gibt es irgendwie sehr, sehr viele Sachen und wir besiegen irgendwie alles und holen uns alles, was wir irgendwie bekommen können. Gut, ich habe das hier nochmal alles neu zu... Weil ich mir irgendwie Sorgen gemacht habe, einfach alles nochmal neu randomize, weil ich Schiss hatte, keine Ahnung. Ninjask. Das ist doch die Vorentwicklung von Ninjatom. Und Ninjatom ist richtig dreckig, weil man kann dem irgendwie nicht Schaden hinzufügen. Der ist auf Level 15, dann versuche ich ihn mal mit Molly zu verbrennen, keine Ahnung, von Käfer... Typ Käfer, vielleicht, wahrscheinlich geht das dann irgendwie. Kann ich mir vorstellen, wenn das gehen würde. Ja, ey, wer, das ist auch so ein Pokémon, was die ganze Zeit nur Scheiße macht, wirklich. Da könnte ich so... ausrasten. Wir machen einfach mal Feuerschlag. Mal gucken, was Feuerschlag bringt. Man sagt ja auch, Ninjatom wäre unbesiegbar oder so. Bam. Aber das trifft ihn, ist auch sehr effektiv. Ah, komm, der war Level 15. Ist klar, dass das dann... Nun ja, einfach wird's. Als nächstes wird Porenta. Wir wechseln erstmal nicht, weil Porenta... Was ist das? Ja, den könnte ich doch auch irgendwie verbrennen. Geht das? Das könnt ihr mir vorstellen. Nee, das ist normal effektiv. Aber er brennt. Immerhin, aber hier Feuerschlag scheint auch sehr... Eine sehr gute Attacke zu sein. Oh nein, jetzt geht die Scheiße los. Jetzt geht die Scheiße los, dass er hier immer versucht, dass ich einfach nicht treffe, aber Feuerschlag trifft. Sehr gut. Okay, Porenta ist besiegt. Als nächstes wird Fifien. Auch keine Ahnung, aber ich habe das schon irgendwann mal gehört. Fifien, ah, der. So ein Hund. Kann ich den verbrennen? Irgendwie kann man alles verbrennen. Ne, auch normal effektiv. Oh, aber fast gestorben, du. Also Molly ist... Oh, stark. Als ob er sich jetzt selbst umgebracht hat. Aber auch verletzlich. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen irgendwie Spezialverteidigung oder sowas geben. Irgendwie sowas müssen wir ihm geben. Oh Gott, nicht... So, okay. Was gibt's denn hier noch? Habe ich überhaupt Schutz noch? Ah, Schutz wirkt noch, okay. Ja, dann... Na dann, ne? Ah, jetzt wirkt's aber nicht mehr. So, jetzt kann ich's einsetzen. Danke sehr. Okay. Scheint hier noch irgendwas zu sein. Nee, hier ist nicht groß etwas. Oh, jetzt greift mich hier wieder irgendein wildes Pokémon an, ne? Lol. Karnimani. Ah, ich glaube, ich weiß was. Ja, ich glaube, ich kenne den. Ja, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. So. Bottles ist schon Level 20, also er ist dabei, ein bisschen was aufzuholen. Aber es ist halt scheiße, wenn so viele andere Level sind, ne? Aber Molly ist auf einem guten Level. Das ist halt gut, dass er auf einem guten Level ist. Tschüss. Hier kann ich ja gar nicht rüber. Willst du mich eigentlich verarschen? So. Vor allem, ich muss einfach eigentlich, ich gehe immer auf Pokémon und drücke dann auf Surfer, aber eigentlich muss ich hier einfach nur A drücken, dann setzt er schon automatisch Surfer ein. Habe ich gerade eben erst herausgefunden. Alter, da weiß man mal wieder, was für ein guter Pokémon-Spieler ich denn bin. Wirklich, daran erkennt man das wieder. So, auf einsamen Inseln laufen irgendwelche Karate-Männer um. Lol, trainieren die überhaupt Wasser-Pokémon? Weiß ich nicht, aber ist ja eh zufällig und dann kommt einfach ein Knofense auf Level 34, alles klar. So. Oh, Molly ist aber... Ja, ich kann nicht. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich wechsle einfach mal ganz kurz zu Rambock, um einen Zug zu haben, um Molly zu heilen und dann mit Molly Knofense verbrennen. So. Der ist auf Level 34, ja, ich glaube, Molly wird das packen. So. Okay. Super Trank. Ja. So, für Molly.
Sehr schön. Und jetzt. Nein, aber ich kämpfe ja eh jetzt mit Rambock nicht weiter. Aber das ist einfach nur dreckig, verdammt. Natürlich. Natürlich. Dann. So. Okay. Lockduft. Was macht das? Ja, das sinkt nur den Fluchtwert. Ja, okay. Das ist nichts Besonderes, aber Feuerschlag ist besonders. Gut, hat nicht auch allzu viele AP, ist halt auch eine starke Attacke. Aber damit wäre Knofensa erledigt. Und er auch, der Trainer. Weil das war, glaube ich, sein einziges Pokémon. Lol. Ja, ist auch so. Okay. Okay. So. Oh, du willst es, dass wir das mal wiederholen? Ganz bestimmt nicht, Alter. Okay, chill, chill, chill. Ich gebe dir schon was. Ich gebe dir schon was. So. Hier, Gegengift war ja hier ganz oben. Oh Gott, da ist Rambock schon wieder im gelben Bereich. Das will ich eigentlich nicht. Boah, hier ist so viel, Alter. Wirklich. Okay, aber das war der einzige Trainer auf dieser einsamen Insel hier. Warum auch immer der dann da gammelt. Was gibt's denn hier noch? Noch so Schönes. War's das oder was? Oh, Alter! Wie schnell der Schutz einfach weggeht. Haben wir irgendwie noch Top-Schutz oder so? Kann doch nicht sein. Als ob 200 Schritte so wenig sind, ey. Ja, mehr, hier ist echt nicht mehr. Das war's hier. Hier gibt's nichts mehr. Okay, dann kann ich ja gehen. Nidorina, lol. So, okay. Weder vergiftet mich, okay. Hat er nicht getan. Sonst wäre ich sauer geworden, weil noch ein Gegengift einsetzen hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Gut, wenn hier nichts weiter ist, ne, dann gehe ich auch schon wieder. Dann gehen wir hier weiter runter, so ganz, ganz tief. Alter, wie groß ist dieses Gebiet eigentlich? Meine Fresse, das wird wahrscheinlich später so nervig, weil ich alle Schutz hier aufbrauchen werde, um hier dieses ganze Gebiet zu erkunden, damit ich auch hier nichts verpasse. Meine Fresse, das kann sehr, sehr nervig werden. Route 128, hier dürfen wir ein Pokémon fangen, oder? Ich bin mir sicher, warte. Pokénuff, Quatsch, Pokénuff. So, Karte holen. Ja, Route 127. Route 124. Alter, hier sind ja direkt noch 139, 129. Ja, hier ist 128. 127 waren wir, also 128 dürfen wir fangen. Okay, auf Route, das ist Route 128. Hier dürfen wir jetzt ein Pokémon fangen. Na, dann kämpfe ich halt noch gegen ein paar Trainer, wenn die nicht kommen wollen, ne? So. Dun, 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 dun. So, Route 128, das müssen wir uns merken. Ach, 128. Danach haben wir nichts mehr vor mir, oder wen? Erst letztens gesehen, meine ich, ne? Komm, Rambock, eine Runde kannst du doch wohl überlegen gegen so ein überleben gegen so ein 34er Formiro, oder? Formio. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass du jetzt gegen den stirbst. So, was kann er denn? Nichts. Wäre das auch geklärt. Super Schutz. Super Trank. So, okay. Oh Gott. Ja, den hatten wir ja erst letztens doch. Ja, den haben wir erst letztens mal gesehen. Ja, jetzt kannst du mal die Scheiße lassen. Danke sehr, Alter. Stampfer, weg mit dir. Bam. Regentanz. Was zum Teufel? Ist er jetzt irgendwie hier Wasser? Ist bei ihm jetzt hier also Pflanze effektiv? Ach, keine Ahnung. Ich schicke ihn da einfach mit Stampfer weg, obwohl das wird er überleben. Ja, tut er. Aber nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ne? Als ob, Alter. Meine Fresse.
Gut, wenn er hier gerade schon in der Wasserform ist, ne? Okay, wenn er in der Wasserform ist, dann schicke ich mal... Nee, komm, der verwandelt sich dann eh, das wird mir zu blöd. Dann mache ich nochmal Stampfer. Bam. Aber noch ein Stampfer dürfte er nicht überleben. Ah, oh, vielleicht hätte ich doch... Eiskartoffel reinschicken sollen. Mir egal. So, nochmal Stampfer. Komm, Critical, dann wären wir durch. Oh, hier so braucht man sogar kein Critical, ne? Sehr, sehr schön. Reicht schon so. Vulpix. Das war... War das nicht vom Typ Feuer? Ich bin mir sicher, dass Vulpix vom Typ Feuer war. Werden wir jetzt sehen. Oder vielleicht war der zu der Zeitpunkt noch nicht Typ Feuer, weil Vulpix ist eine Vorentwicklung von irgendeinem Feuer. Doch, der ist vom Typ Feuer. Kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht vom Typ Feuer ist. So. Surfer. Okay. Und bam. Okay, ist er. Sehr schön. Aber Surfer zieht nur so viel ab, was? Willst du mich verarschen? Ja, aber gegen mich kann er wenigstens nichts machen, ne? Dann sind wir durch eigentlich. So. Okay. Ja, dieses Sonnenlicht, Alter, das nervt mich jetzt langsam. Meine Fresse. Ja, bringt nichts bei Erstkartoffel. Bringt leider nichts, obwohl du 4 Level drüber bist, trotzdem würde dir das nicht viel bringen. Du Vulpix, ne? Ja, ciao. Geil. So. Genauso sehe ich das auch, Alter. Gut. Doch, es ist wahr. Du hast verloren, du Low. Also, Route Nuts. Welche Route ist das überhaupt nochmal? 128, ne? Ja, 128. Route 128 ist das. So, und das heißt, wir dürfen hier ein Paras fangen. Auf Level 14. Komm, das ist einfach nur sinnlos. Das ist einfach nur sinnlos, das machen wir nicht. Paras. Was? Nee, Paras, das. Mm-mm. Einfach nein. Abra. Okay, er schickt Abra auf 31 rein, alles klar. Abra ist vom Typ Psycho. Psycho, Psycho, Psycho. Das hilft ja gegen nicht. Das wird nicht gegen Rambok helfen, da bin ich mir sicher. Dann kämpfen wir einfach mit Rambok und dann ist gut, aber Abra kann eh jetzt nicht so viel. Scheißegal auf welchem Level. Obwohl, vielleicht kann ja auch Psychokinese, das weiß ich nicht. Ja, Teleport kann er, das weiß ich und das wird dir hier nicht viel bringen. Und er ist sofort down. Lol. Lol, Bottles Level 21. Also, Bottles integriert sich gut. Metang ist stark, aber Rambok sollte ihn schlagen. Denke ich. Rambok sollte ihn schlagen. Den hatten wir doch letztens erst. Oh Gott. Dann halt nicht. Metang ist vom Typ Stahlpsycho? Irgendwie sowas. Ich hab's wieder vergessen. Ich hab's doch letztens erst, meine ich sogar, nachgeguckt. Ach, mir scheißegal. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? So. Was machen wir? Leute, ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich weiß es einfach nicht. Was jetzt das Beste wäre, was wir tun könnten. Ja, Stahlpsycho, okay. Geist? Geist hilft bei Psycho.
Warte, dann bleiben wir bei Rambok, aber setzen einfach Erstauner ein. Vielleicht bringt das was, oder er ist eher auf Typ Stahl spezialisiert. Ja, ist er. Wenn er mehr auf Stahl spezialisiert ist, dann Boden, Kampf, ja, Pinsir ist tot. Feuer! Ja, das habe ich auch überlegt, dass wir ihn irgendwie erhitzen, wenn er vom Typ Stahl ist und dass wir Molly reinbringen. Aber Molly, ja. Obwohl, ah, Metang ist 31, ich dachte, er wäre jetzt ein 34er. Habe ich irgendwie falsch im Kopf gehabt. Aber Metang hat halt, guck mal, Molly hat halt wenige KP. Nur 69. Oh, okay. Er hat sich verbrannt. Aber mit Feuerschlag sollte er eigentlich sterben. Mit Feuerschlag sollte er eigentlich sterben. Und das tut er. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Das gibt doch viele EP, oder? Nur 507. Geht's. Was? Was? Scheiße. Okay, wir sind aber gut im Spiel dabei, Leute. Wir sind gut im Spiel dabei. Wir haben ein Feuer-Pokémon. Moment mal, der muss ja sofort raus. Warum habe ich den nicht rausgewechselt? Wie dumm bin ich eigentlich? Warum habe ich ihm auf Nein gedrückt? Ich werde Retter reintun. Ich werde Retter reintun. Weil Büschchen ist zu schwach. Für, erst recht für Kyogre. Zweitens ist der Typ auf Level 36. Scheiße. Gott. So. Ich weiß noch, den hätten wir einmal fangen können, aber ich war zu dumm, hab's versaut. Oh, Volltreffer wenigstens der Tod. Ey, die Legis, ne? Die Legis. Wenigstens hat Molly noch dadurch hier EP bekommen. Ja. Gott, Bastard, Alter. So. Warte, das ist Route 128, ne? Wo wir gerade sind, ja. Also auf 29 und 30 dürfen wir noch was fangen. Nur es ist halt die Frage. Erstens möchte ich zurück, weil ich bei den anderen mich noch nicht gut genug umgesehen habe, finde ich. Wingull, alles klar. So. Oh Mann, es gibt noch so viel zu entdecken hier, aber ich habe halt echt Schiss, dass irgendwie das dann der Fall sein wird, das Dingens. Ja, hier ist Route 727, okay. Ja, keine Ahnung. Hier gibt es zum Beispiel noch was. Also, dass ich halt hier viel übersehen werde, aber hoffentlich werde ich das nicht tun. Alter, hoffentlich werde ich das nicht tun. Ich werde natürlich versuchen, hier irgendwie alles mitzunehmen. Feueregel, alles klar. Ja, ich weiß sofort, ich werde Eiskartoffel reinsetzen. Ist ganz klar, ne? Mittlerweile können wir auch ein bisschen mehr machen und müssen nicht immer Retter irgendwie benutzen im Notfall, da wir jetzt halt viele Pokémon von vielen verschiedenen Typen haben. Und natürlich ist es am wichtigsten, dass wir endlich auch ein Feuer-Pokémon haben. Meine Fresse, das war langsam echt über. Das war langsam echt einfach nötig. Und das ist jetzt auch endlich so. Wasser-Pokémon haben wir auch lange nicht gehabt. Flug-Pokémon, gut. Bottles ist jetzt nicht der stärkste. Arktos hätte ich jetzt gerne gehabt, ne? Oh, Georock. Da hilft doch auch Surfer, nicht wahr? Ja. Da hilft auch Surfer. So. Die sind auch alle über meinem Level. Aber mit Surfer weg, Alter. Direkt weg. Nice. Und Eiskartoffel, ja, Level up. 31. Sehr, sehr schön. So. Okay. Na gut. Na toll, jetzt werde ich hier wieder angegriffen. Meine Fresse, das nervt mich die ganze Zeit so hart. Wingull, Alter. Und 35er. Hier sind schon starke wilde Pokémon, Alter. Die sind auf einem hohen Level, auf jeden Fall. Und manche auf einem sehr niedrigen Level.
Diese Herzen fucken mich so ab. Warum habe ich die mit diesem Ball gefangen, Alter? Warum? Warte, ich möchte einmal was gucken. Ich finde es immer noch krass, dass wir einfach einen Meisterball haben. Woher? Psst. Woher haben wir diesen Meisterball? Sagt's mir. Sofort. So. Habe ich keinen Schutz mehr an, oder was? Oder warum werde ich jetzt die ganze Zeit hier angegriffen? Ich meine, das ist ein Level 17er. Den sollte Schutz schon eventuell abhalten. Meine Fresse. So. Hier ist so viel. Und ich will mich umgucken. Alles klar. Pixie. Das ist halt nervig, dass ich immer herumwechseln muss und dann flüchten kann. Einfach nur, weil ich möchte, dass Bottles EP bekommt, ne? Und den deshalb nach vorne tue. So. Ich muss mal gucken, habe ich überhaupt Schutz noch an? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Schutz gerade noch wirkt. Ja. Ach, das war schon weg, okay. So. Aber Schutz bringt schon was. So. Etwas bringt Schutz. Hält nicht jedes Pokémon ab. Nidorina! So. Ja, das kannst du von mir aus machen. Oh Gott, jetzt macht das die ganze Zeit, ne? Nerv mich nicht. Okay, ist paralysiert. Lol. Junge, du bist paralysiert und machst einfach weiter. Willst du mich verarschen? Natürlich wieder fünfmal getroffen, also natürlich wieder das Maximum. Ihr wollt mich doch einfach alle verarschen. Ne, hier waren wir schon, genau. Hier waren wir schon. Aber hier waren wir noch nicht. Ah, genau, das hier war sozusagen der neue Ort, ne? Gut, dann machen wir. Aber die behalten da schon ein Item schon gut im Gewahrsam, ne? Also das wollen die auf gar keinen Fall irgendwie verlieren. Dann werden wir wohl gegen die kämpfen. Omot und Evoli. Heißt bei uns Retter und Eiskartoffel. Und Bottles sowieso nicht. So, okay. Willst du mich verarschen? So. Bottles. Du tust Eiskartoffel rein und Retter macht Donnerschock auf Omot. Dankeschön. So schwer ist das doch nicht. Ich sollte Retter vielleicht mal heilen, aber mache ich später. Noch ist, glaube ich, seine KP sind noch, glaube ich, noch im Rahmen, da halt Level 57 ist. So. Ah ne, der ist ja nicht vom Typ Flug. Oh Gott. Der ist vom Typ Käfer, wenn ich jetzt richtig liege. Ne? Da hilft Flug und Gestein und Feuer. Ah, Feuer, stimmt. Stimmt. Den kennen wir ja, den können wir ja einfach wegverbrennen. So. Ja, dann macht Eiskartoffel Surfer. Und wir bringen Molly rein. Obwohl. Omot wird wahrscheinlich durch Surfer sterben, weiß ich nicht. So. Was bist du denn für einer? Meine Fresse. So, bam. Nee, Omot lebt noch, lol. Was? Evoli ist nicht vom Typ Feuer? Oh, Leute, ey. Leute. So. Ah, oh Gott, fuck mich nicht ab. So, du bist down. Danke sehr. Oh, Level 31 für Molly. Sehr, sehr schön. Warte. Sonnentag. Ganz ehrlich, Smog brauchen wir so überhaupt nicht.
Ich meine, er kann ja schon, ja, Rauchwolke, wenn wir irgendwie so kämpfen wollen. Dann kann er das meinetwegen einsetzen, aber. Kokuna. Aber das brauchen wir meinetwegen nicht. Ja, Kokuna, dann kann direkt Molly drin bleiben, ne? Dann ist alles gut. So, Stampfer auf Evoli und Feuerschlag. Kokuna, das sollte ihn eigentlich sofort verbrennen. Also daran sollte er sterben. Denke ich mal. Er ist ja auch vom Typ Käfer. Und ja, er stirbt daran. Okay. Molly ist stark. Er ist ein starkes Pokémon. Ich meine, guck mal, der war ein Level drüber. Und der ist sofort gestorben. So. Oh nein, jetzt weiß er, ich bin ein gutes Pokémon. Und jetzt geht er mit hier die Genauigkeitssenkung an mich ran, ne? Spast. Was zum Teufel? Rambock macht Erstauner und du machst Silberblick. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas. Ist keine Wirkung auf Evoli. Bin geil, wenn Geist keine Wirkung auf Evoli hat. Dann heißt es, er ist vom Typ normal. Okay, hätte man sich eventuell denken können. Dann mache ich halt nochmal Stampfer. Du machst nochmal Silberblick. So. Was bei Molly halt scheiße ist, er hat wenig KP. Ich muss ihn irgendwie oft heilen, gefühlt. Aber ist auch egal. So, ein Pokémon haben die noch. Kabuto. Auch Käfer eventuell. Ich mache einfach mal Stampfer und Feuerschlag. So. Oh, Stampfer und Feuerschlag beide. Bei beiden sind die AP schon niedrig. Ich habe Volltreffer erstmal direkt umgebracht. Obwohl es noch nicht mal sehr effektiv war. Alles klar. Okay. Nice. Aber wenn das Spiel es so haben möchte, dann meinetwegen, ne? So. Oh, cool. Nein, ich habe B gedrückt. Okay, aber es geht noch weiter. Molly entwickelt sich zu einem. Oh shit. Glückwunsch, dein Molly wurde zu Magma. Wie cool, das sieht mega geil aus. Geil, jetzt haben wir ein richtig krasses Feuer-Pokémon irgendwie. Sonderbonbon. Wird erstmal sofort verteilt. Wen geben wir das am besten? Natürlich Retter. Nein. Ja, Bottles, natürlich. Wem sonst? So. Okay. Nee. Und ich möchte. Wir machen jetzt so noch hier eine kleine Heilrunde. Und dann ist der Part auch vorbei. Warte, wo ist Paraheiler hier? Einmal für dich. Und einmal für Eiskartoffel. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen von diesem Part von mir, Pokémon Smaragd. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter das Weite Meer erkunden. Tschüss.